Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Wunscherfüllungstendenzen der Woche. Sprich, wo liegt die beste Energie, wo sind die besten Möglichkeiten für das Kollektiv? Und ich sehe hier schon mal Veränderungen, die an sich Wunscherfüllung mitbringen. Gute Nachrichten, gute Kommunikation, wegweisende Nachrichten, die dann auch wieder, ich sag mal so, Optionen mitbringen, wo wir gute Entscheidungen treffen können. Also wir haben hier die Wahl. Es ist jetzt nicht so, dass wir handlungsunfähig sind oder dass wir nichts verändern können, sondern hier kommt wirklich was, was uns auf den Weg hilft, was uns ermöglicht, eine Chance zu nutzen, die unseren Wünschen entspricht. Und ich habe hier, dass wir eine klare Bewegung haben. Wir kommen aus der Unklarheit raus. Vielleicht werden wir uns auch sehr mit unseren Wünschen und Sehnsüchten beschäftigen oder uns wird klar, wo wir was auf den Weg bringen können. Möglicherweise kann der ein oder andere sich eine Reise ermöglichen, ein kleiner Trip, eine Auszeit. Beziehungsthemen, Verträge. Auch hier wieder, wenn ihr das anguckt, habt mir hier in der Spiegelung oder in der Korrespondenz eben Schritte, die Handlung mitbringen. Also dieses Bewegungsunfähige sehe ich hier nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die du nutzen kannst und du hast sozusagen die Wahl, das so zu gestalten, dass es dir im höchsten Maße entspricht. Möglicherweise geht es hier auch an alle, die einen Beziehungswunsch haben, dass man da gut etwas drehen kann. Ja, das ist so ein bisschen Genesung. Unten haben wir noch die Sonne. In diesen Bereichen, wo ihr verstrickt wart oder wo ihr so alte Energien in Beziehungen mit drin hattet, die ab und zu mal ein bisschen ihr Gift ausgesprüht haben. Da liegt die beste Tendenz drin. Die Schlange ist immer so dieser Punkt, der beim Kartenlegen meines Erachtens am meisten verkannt wird. Denn die Schlange bringt außer Verstrickung, Umweg und Konkurrenz auch ein gewisses Genesungspotenzial mit. Man muss immer daran denken, die Dosis macht das Gift. Ne? Was ich mir hier auch sehr gut vorstellen kann, ist so diese Sache, wo du einen Partner hast, der vielleicht sich schon anderweitig orientiert hat, dass es da Wege gibt, die für euch beide gute Energien mitbringen, dass es gedreht werden kann in eine Richtung, die dir zuspielt, oder dass du einfach erkennst, wo du in einem Kreislauf warst und diesen hier für dich auf einen anderen Weg bringst. Wir gucken mal mit den Intuitionskarten von Martin Zoller noch. Was ich hier auch sehe, ist, dass wir unser eigenes Verstrickungsmuster auf einen guten Weg bringen können. Also sprich, raus aus dem Kreislauf. Wir erkennen in einer gewissen Klarheit, wo wir uns auch selbst im Wege stehen oder etwas nähren, was nicht gut für uns ist. Okay, es ist eine Woche, wo wir besonders gut Trauer überwinden können, wo wir den dunklen Gedanken hier mit der Sonne auch trotzen oder sie mit guter Energie auffüllen.
die Fülle kommt, also alles, was auch emotional erfüllend ist oder was mit Materie zu tun hat, beides ist hier möglich. Manche ersetzen vielleicht auch Fülle, oder nein, manche ersetzen Trauer durch Fülle, also sie wenden sich wieder mehr der Sonne zu. Und das bringt hier ein ganzes Stück Freiheit mehr. Bei der Pusteblume hier ist es so, dass sie ja unheimliche Manifestationskraft hat. Du pustest einmal dagegen, hat sie viele Möglichkeiten, ihre Samen irgendwo niederzulassen, weit zu fliegen. Und das Männchen, das hier unten dran hängt, oder der Samen, der fühlt sich auch leicht davon getragen, ne? Das ist jetzt nicht keine schwere Energie. Ja, das habe ich hier zweimal. Es gibt Situationen, wo wir eben aus der Verwirrung, aus der Unklarheit rausgehen, einen anderen Blickwinkel kriegen und wieder auch wandlungsfähig werden oder in die Aktion kommen können. Wir lösen praktisch auf, was mit Schleier bedeckt ist oder wo sich nichts aufgetan hat, weil der Kopf es nicht hergegeben hat. Und für viele ist es auch möglich, und das finde ich besonders schön, Distanz zu ihren Themen aufzunehmen, gerade auch im Bereich Partnerschaften und Liebe, ne? Das ist das, was ich vorher meinte. Man erkennt eine Struktur, ein System, und man wird hier bewusst, wo liegt mein Kreislauf, wo möchte ich eine andere Richtung haben. Und du schaffst es hier, dich rauszunehmen, für dich selbst zu sorgen, aufklärend zu wirken und dadurch natürlich auch ein Stückchen freier zu sein. Wir gucken mal, was die Vögelein hier noch mitgeben. Oh. Hier kommt der Buchfink. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Wertschätzung, Optimismus und Einfachheit. Schrecke nicht davor zurück, auszudrücken, was dein Herz sagen will. Das Leben ist eine Reise und du solltest alle Meilensteine auf deinem Weg genießen, anstatt dich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Das ist was, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr lernen dürfen, dass dieser Weg, der vor uns liegt, praktisch dieses Ding, wo man auch sagt, der Weg ist das Ziel, dass man auch auf der Reise nicht vergisst, dass man reist, sondern alles mitnimmt, was eben an Fülle und Freiheit zu genießen ist. Und ich glaube, das schaffen wir diese Woche ganz gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.